Und einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Manchmal braucht er ewig, bis das Spiel startet. Folge 30. Was? Level 30. Folge 6, 74? 74. 74 müsste er hauen. So. Auf geht's. War früh. Ruhig Blut, Ronny. War übrigens früher immer so eine Sache. Bei German Truck Simulator zum Beispiel. Dass du, wenn du da, wenn du jetzt hier mit auf der Straße stehen geblieben bist und dann gespeichert hast und dann das Spiel beendet hast oder neu geladen hast und das Spiel spielt oder ja, quasi, also auf jeden Fall, wenn du halt ein Spiel geladen hast, während du halt mit auf der Straße standest, so hattest du das Problem, dass in dem Moment, wo der Speicherstand geladen wird, warum ist ein Auto? Warum kommt da noch ein Auto? In dem Moment quasi auch das Traffic generiert wurde in dem Zustand. Und in dem Moment, wo das Spiel geladen hat und das Traffic generiert hat, wurde der Traffic auch direkt hinter dir generiert auf der Straße. Und der wurde aber mit der Geschwindigkeit generiert, wie er dort halt fährt. Das heißt, wenn du ein Spiel lädst, ein Spielstand lädst, wo du mit auf der Straße stehst, kann es sein, dass dir einfach, oder war sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass dir immer hinten einer raufgefahren ist, nach dem Laden. Weil er halt in dem Moment direkt hinter dir generiert wurde und erstmal mit einem Affenzahn raufgefahren ist. War natürlich immer richtig schön behindert, weil du konntest auch nicht einfach neu laden, weil du bist wieder hinten raufgefahren. Ja, also war wirklich richtig, richtig kacke. Deswegen musstest du wirklich immer beim Speichern gucken, dass du an einem Ort speicherst, wo du safe stehst, wo dir keiner hinten rauffahren kann. So. Warum sind jetzt hier beide nach links? Eine Weile? Ah, okay, muss ich nach rechts. Ist mir gerade so eingefallen, weil ich da so komisch auf der Wiese stand. Da hab ich mich nämlich auch immer bei, also früher halt hingestellt beim Speichern. Und wir sind hier definitiv wieder im Basemap-Bereich. Die Straßen sind schon wieder, ja, man merkt es halt. Leute, die wissen, was ich meine, wissen, was ich meine. So viel sei gesagt. Und nein, das ist keine Einbildung, denn auch eine Einbildung ist eine Bildung und ich genieße keine Bildung. Ich glaube, wenn wir wirklich unter 50 Liter pro 100 Kilometer bleiben wollen, dann werden wir uns wohl auf 150 beschränken müssen. Ich glaube, mit 160 erreichen wir es nicht. Einfach weil ich hier nie auf 160 komme. Bei den ganzen Stop-and-Goes. Und bin dementsprechend immer nur am Beschleunigen. Einfach mal die Ruhe Schnauze halten. So viele enge Kurven hier.
Wie viele Reserve haben wir mittlerweile zeitmäßig? 76, wow, fast 30 Stunden. Nice. Wir müssen also bloß noch einmal pennen. Vielleicht nicht mal das. Obwohl doch, unser Bett ist ja schon relativ gefüllt. Na, 18 Stunden Strecke, 6 Stunden schaffen wir nicht. Definitiv nicht. Also wenn ich schnell bin und viel Autobahn fahre und auch Autobahn fahre, wo man schnell fahren kann, also nicht die Autobahn hier, erreiche ich vielleicht 2x, aber nie im Leben 3x. Aber halt auf so einer Autobahn wie hier sowieso nicht. Das ist einfach zu kurvenreich. Weil ich hier immer mit den ganzen Einführungen und hier eine Abfahrt, da eine Auffahrt, da wird er einfach bekloppt. Wow. Apropos bekloppt. Nimm die Ausfahrt links. Hey, wo kommt das Schild daher? Da oben diese fliegenden Briefkästen. Briefe. Matten oder was auch immer das darstellen soll. Ich weiß, es sollen Vögel darstellen, aber bitte. Wo sind das Vögel? Einfach schwarze Vierecke. Ich meine, gut, wenn sie sehr nah dran sind, erkennt man es, dass das Vögel darstellen sollen. Aber die sind auch viel zu groß. Ich will abbiegen. Ja, wir bleiben 120, davon kommt wieder in die Kurven. Du kannst ja einfach nicht beschleunigen.
2% Frachtschaden. Ja. Das gibt Abzüge. Da, wie lange waren denn hier? Also kannst du echt nur mit 120 fahren. Für alles andere sind die Kurven einfach zu eng. Das ist doch schlimm. Schon wieder eine enge Kurve. Und da vorne kommt schon wieder Schlingerkurven. Wobei das sogar City ist, ne? Ja, man muss aufpassen von dem Tunnel. Ich glaube, da gibt es keine Überholspur. Ja, da gibt es sogar. Wow.
3 Stunden. Den Pendler war gleich zweimal, weil in 3 Stunden ist es gerade mal 16. Nicht mal. 15 Uhr gerade mal. Das heißt, da können wir locker zweimal pennen, dann ist es wieder schön 10 Uhr oder irgendwie sowas. I don't know. Aber auf jeden Fall noch Mittagbereich. Weil wir einmal pennen, dann werden wir mitten in der Nacht aufwachen. Gar keinen Bock drauf. Der mir mit Montag viel funktioniert, glaubst du ja. Der Huren und einfach da links. Macht er gerade eine Fahrerflucht?
Nicht mehr das kriegt er hin. Was war das denn für eine Aktion? Sag mal, schaffst du es noch oder was? Und wer bezahlt mir den Lackschaden, du Affe? Voll die Fahrerflucht hier. 6%? Ja, nee, ist klar. Deine Mutter! Hup mal woanders. Vorsichtig. Natürlich hat er wieder genau nach dem Unfall gespeichert. Klaro, wo noch sonst? Oh Mann, Leute, so kommen wir nicht voran. So kommen wir nicht voran. Okay, wir fahren los. Immer geradeaus. Die NPTs haben voll gut, die können einfach mal wegfahren, wenn die einen Unfall verursachen. Und wir sind denn die neu laden müssen. Vor allen Dingen, dass wir auch immer so rabiat nach links oder rechts ziehen müssen, ja. Ist ja nicht nur, dass die Spurwechsel machen, sondern so mit einmal. So weit wollte ich gar nicht nach links ziehen. Ach, das. Klingt ja wie die Elektroniker-Music-Szene aus den 90er Jahren.
Oh, ein hoher Damage. Also ich glaube mal, wir pennen auch am besten noch gleich hier, oder? Um 13 Uhr müsste passen. Dann müssen wir auf jeden Fall nach der Nacht wieder aufwachen. Achso, mal gucken. Haben wir jetzt eigentlich wie viel Geld haben? Achso, nicht so. Mal. Machen wir nächste Folge. Bis dann. Achso, erstmal hier.